Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich Ihnen die Neuerungen im S-Broker Trading Desk vorstellen, die per heute im Trading Desk implementiert wurden. Zunächst einmal der kurze Blick auf den Disclaimer. Alles das, was ich hier gleich zeige, dient nur der Information und Demonstration. Es ist kein Angebot zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten und ersetzt auch keine Beratung. Nun fangen wir an mit dem ersten Punkt, der neu ist. Das ist die Top- und Flop-Liste. Dazu schauen wir uns einfach mal den Trading Desk an und dann werden wir entsprechend sehen, dass wir im Startbildschirm, im Desktop Standard, hier unter dem Chart diese Top- und Flop-Liste haben. Hier haben wir also entsprechende Kurslisten, wie zum Beispiel die DAX-Kursliste, die MDAX-Kursliste. Und dort haben wir einmal die Top-Werte, die am besten performen, und die Flop-Werte, die heute oder am jeweiligen Handelstag entsprechend am schlechtesten performen. Das ist diese Liste, die wir hier haben. Kann man auch nach entsprechend Deutschland, USA und auch Europa noch einstellen, welche Listen dort angezeigt werden sollen. Und aufrufbar ist die Liste hier oben in der Menüzeile unter dem Punkt Tools. Dort finden wir Tops und Flops. Das ist die Nummer 1, die da ist. Jetzt schauen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Wirtschaftskalender. Auch das ist ein neues Feature im Trading Desk. Auch den werden wir uns jetzt mal kurz anschauen. Wo gibt es den? Ganz einfach, hier auf der rechten Seite im Trading Desk in diesem ein- und ausklappbaren Panel ganz rechts finden wir hier einen Kalender-Button. Da steht das Wörtchen Events und auch ein K. Einfach mal da draufklicken und schon öffnet sich der Kalender mit entsprechenden Events. Was gibt es? Was steht an? Beispielsweise auch hier wieder angeordnet nach Deutschland, Europa, USA. Oder auch alle Aktien, also Events, die entsprechend bei Unternehmen stattfinden. Jahresabschluss, Quartalsberichte, Hauptversammlung und so weiter. Dann ein zweiter Reiter mit dem Thema Dividenden. Auch hier die gleiche Sortierung und Modifizierung, die man vornehmen kann. Nach Deutschland, Europa, USA oder alle Aktien. Und dann noch die Wirtschaft. Wirtschaftsdaten, welche Dinge stehen denn hier an? Und hier sehen wir dann eben für den aktuellen Handelstag, 8.12., das Wichtigste, was denn veröffentlicht wird. Arbeitslosenquoten, beispielsweise in den USA, die Arbeitsmarktdaten, die am heutigen 8. Dezember rauskommen. Und dann für die nächsten Tage einfach hier in das jeweilige Datum springen und klicken, um zu sehen, was ist denn hier das Wichtigste am entsprechenden Tag. Das also die Nummer 2, die neu ist. Und jetzt kommen wir auch schon zur Nummer 3, die neu ist. Das sind Chartscans. Auch hier kurz gezeigt, wo findet man sie? Natürlich im Chart. Chartscans unter dem Punkt Scans, den gab es vorher auch schon, jetzt aber viel mehr Möglichkeiten. Bisher waren nur Candlestick-Muster mit dabei. Jetzt sind viele weitere Signale noch dazugekommen. Hier kann man dann einen Chart scannen nach entsprechenden Signalen, ob sie stattgefunden haben, um zu schauen, wo sind denn hier entsprechend solche Signale. Also einfach mal draufklicken und hier zum Beispiel nach einem Hammer suchen. Der wird dann entsprechend angezeigt im Chart, wenn er zu finden ist, nach anderen Signalen wie einem Lonely Warrior, der hier dann entsprechend im Chart angezeigt wird. Hier im DAX beispielsweise hatten wir das zweimal im letzten Jahr, in der zweiten Jahreshälfte 2016, wo es stattgefunden hat, ein solcher Lonely Warrior beispielsweise. Also einfach mal hier ausprobieren. Hier kann man auch bei vielen Signalen dann auch noch entsprechende Einstellungen treffen, um hier etwas zu verändern. Einfach auf den Einstellungsbutton dann klicken. Neben den Chart-Scans gibt es dann noch einen Menüpunkt aktuelle Aktionen. Auch der wird hier kurz dargestellt. Ganz einfach,
in der Menüzeile ganz oben auf Aktionen klicken und Sie bekommen dann eben hier die Hinweisseite bei uns mit allen derzeit laufenden Aktionen, von Fondsaktionen über entsprechende Free-Buy- oder No-Fee-Aktionen, die es da gegebenenfalls gibt, wird Ihnen hier alles Mögliche entsprechend angezeigt. Ja, und das war es kurz zu den Neuerungen. Einfach mal ausprobieren im S-Broker Trading Desk, für Sie als Top-Trader natürlich verfügbar. Einfach reinschauen und ausprobieren.